Erst einmal waren diese beiden Maßnahmen letztendlich nur die, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Es geht hier nicht um einzelne Maßnahmen, die jetzt durch die Ampel verabschiedet wurden, sondern es geht um die Summe der Maßnahmen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich dazu geführt haben, dass Existenzen bedroht sind, dass viele Betriebe bereits aufgegeben haben, weil sie sich einfach vorstellen müssen, dass wir in der Landwirtschaft mit einer der einzigen Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die ihre Preise für die Produkte nicht selber gestalten können. Das richtet sich nach Weltmarktpreisen. Getreide wird unter anderem an der Börse gehandelt. Das heißt, wir sind hier von oben vom Handel und der Börse gedeckelt und haben eben, je mehr finanzielle Maßnahmen dazukommen, je mehr Auflagen dazukommen, die mit finanziellem Mehraufwand verbunden sind, umso geringer wird diese Preisspanne, die übrig bleibt für Investitionen, für dass ein Unternehmen eben langfristig bestehen kann.